Ja, ich habe auch einen Ohrwurm. Ich habe auch einen Ohrwurm jetzt. Wir haben heute gute Arbeit geleistet, aber ich stehe euch auch in eurer Schuld wegen eurer Hilfe, denn ich fürchte, die freien Völker hätten die Schlacht verloren, wärt ihr nicht gewesen. Nun muss ich gehen. Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel, wenn ich euch bitte, hier zu bleiben. Ich möchte, dass ihr dafür sorgt, dass Schragen während der Nacht sicher ist, bevor ihr zu mir nach Estadien zurückkehrt. Das war ein großer Sieg, ein wahrlich großer Sieg. Ich bringe euch zurück zu Nellys Haus. Nein! Elrond hat Frodos Morgul-Wunde geheilt. Jetzt ist es an der Zeit, über das Schicksal des einen Ringes zu entscheiden. Ich sehe keinen anderen Weg als den, der zum Schicksalsberg führt. Aber wer soll dann Eriador gegen den Schatten von Angmar verteidigen? Wie geil! Okay, Frodo ist jetzt also tatsächlich in Bruchtal angekommen. Zu derselben Zeit, wo wir jetzt hier gerade spielen. Da war der Weihnachtsmann. Ja, Gandalf hat mal wieder zu uns gesprochen. Was benötigt ihr? Ich muss mich entschuldigen, denn ich fürchte, mein Benehmen euch gegenüber war fast unentschuldbar. Ich weiß jetzt, dass die fortwährenden Orkangriffe nichts im Vergleich zu dem sind, was Angmar dieser kleinen Stadt antun könnte. Weitläufer, halber Rat und ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt. Nur, um meine Leute zu retten. Ich stehe tief in eurer Schuld. Yeah. Toll. Bleibt einen Moment. Die Schuld, in der ich bei den Waldläufern und euch stehe, ist nicht leicht abzutragen. Aber ich hoffe, dass ihr es mir anrechnen werdet, wenn ich Halberats Aufforderung folge, am Rat teilzunehmen. Was immer die Menschen von Schragen auch tun können, um Halberats Sache zu dienen, werden sie tun. Bitte geht und teilt halber Rat mit, dass ich nach Estadien komme. Willst du mich eigentlich verarschen? Muss mich immer werden, sobald ich hier fertig bin. Ich muss mich immer noch in erster Linie um die Leute kümmern. Aber ich sehe nun auch, dass die freien Völker der Nordhöhen sich zusammentun müssen, wenn wir unsere Freiheit nicht verlieren wollen. Habt vielen Dank. Du mich auch. Ganz ehrlich, du mich auch. Ich reite den Weg nicht allein. Kennst du das? Ich nehme mir ein Pferd. Ich habe zwar eins, aber ich nehme mir ein Pferd. Ist mir egal. Ne? Nö. Bitte nö. Ich Nein. grüße euch. Estadin. Jo. Gib ihm. Hühot, mein treues Ross. Hühot. So, ja, was machen wir die nächsten 2, 3 Minuten? Erzählt mir einen Schwank aus eurer Jugend. Schon eine kleine Gäule. Ja. Ja, die haben schon viel zu viel gemacht. Ich weiß zwar nicht, wo meine Viecher die ganze Zeit stehen, aber wahrscheinlich habe ich sie im Taschenformat immer bei mir. Ja. Also, damals im Ferienlager. Genau. Damals im Ferienlager? Da habe ich mir meine. In meinem. Oh. Den Film will ich mal wieder sehen. Na toll, jetzt habe ich Bock drauf, ey. Also auf den Film. Hätte man jetzt auch anders ausleben können. Ja, ne? Also, was war denn damals im Ferienlager? Also, ich muss ja sagen, ich war nie im Ferienlager. Aber ich war auch nie so der Mensch in Bezug auf, ja, Zeit mit anderen Menschen verbringen. Habe ich mir eine Bänderdehnung. Oh. Ouchi. Bänderdehnung ist aber auch nicht schön. Diese Musik, ey. Mücke? Ab jetzt! Hat einer M Insektenspray dabei? Bin so der Radtour entgangen.
Na gut. Das wiederum ist gut. Oh, wir hatten einmal, das war, glaube ich, in der 7. Klasse, eine Wanderung durch den Harz. Weiß nicht, ob ihr den Harz kennt, aber da mussten wir 5 Tage lang durch den Harz wandern. Von Ort zu Ort. Ich habe es gehasst. Weißt du, erste Klassenfahrt, die ich dann mal mitfahre und dann so scheiße. Und dann verlaufen wir uns auch noch. Mitten im Wald. Und wir mussten die Handys ja abgeben. Unser Lehrer nur, ja, ja, ich weiß, wo es lang geht. Ja. Und die anderen sind dann irgendwann mit Bussen gefahren oder haben abgekürzt oder so. Nein, unsere Klasse, die hat das straight durchgezogen. Und ich dachte einfach nur so, ich habe keinen Bock mehr. Ich schlag hier einfach gleich lang hin. Dann wäre ich beinahe noch in einem See ertrunken. Ich konnte nämlich nicht schwimmen. Dann ist so, ja, geh doch ins Wasser. Alle gehen ins Wasser. Rosa und du? Sie möchte nicht ins Wasser gehen. Geh ins Wasser. Ja, aber ich kann nicht schwimmen. Ich weiß nicht, bis wohin ich stehen kann. Da kann man überall stehen. Nein, konnte man nicht. Man konnte eben nicht überall stehen. Aber ja. Das war mein Erlebnis im 7. Klasse Landtime. Juhu. Ich hab's gehasst. Ich hab's einfach nur gehasst. Und war dann nur froh, dass ich dann am Ende dieser Woche meine Großeltern sehen durfte. Die mich dann abgeholt haben. Ich hatte echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich war tatsächlich ganz kurz davor, irgendeine Krankheit zu simulieren, dass ich nach Hause kann. Ich hab dann aber durchgezogen. Vorhin war das auch so das ein mega geile Erlebnis. Damals dann, alle, die sich als so gegenseitig mochten, die durften sich dann Zimmer teilen. Ja, wer war übrig? Keiner wollte mit mir ein Zimmer teilen. Da dachte ich auch noch so, ja, okay. Ja, toll, schlaf ich auf dem Sofa. Dann so, ja, bei den Lehrern ist noch ein Bett frei. Ich schon wirklich im Kopf so, Diet. Nein, vergiss es, dann fahre ich nach Hause. Ich habe echt gesagt, ich fahre nach Hause. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich teile mir doch nicht mit meiner Klassenlehrerin ein Zimmer. So weit kommt's noch. Da mussten die tatsächlich auslosen, wer mich nimmt. Und dann stehst du da und denkst dir nur so, ja, schön, toll. Nee, die 7. Klasse war furchtbar. Die 7. Klasse war echt furchtbar. Das war auch zu der Zeit, wo wir mitten im Landheim... Weil einige Schüler hatten ein Problem mit mir. Das Witzige ist die Erklärung, was das für Probleme waren, die sie mit mir hatten. Und dann hatten wir da so einen Sitzkreis gemacht und alle sollten nacheinander erzählen, was sie an mir stört. Und ich saß da auch nur da und dachte, als ich diesen Vorschlag gehört habe, ja, was bringt mir das jetzt? Ich kriege jetzt einfach nur im Beisein der Lehrer gehört, wie scheiße ich in den Augen von anderen bin, ohne eine vernünftige Erklärung. Warum? Warum? Was macht es daran besser, ob ich es hinter meinem Rücken höre, was sie zu mir sagen, oder sie es direkt vor den Lehrern zu mir sagen und die Lehrer nicht einschreiten? Das bringt doch nichts. Ich verstehe es bis heute nicht. Die Logik dahinter. Und ich war ja nicht die Einzige. Da gab es noch 2 andere Leute, die zu dem Zeitpunkt selber, ne, da mit drin saßen. Wir haben uns dann auch nur angeguckt und dachten so, jo, läuft. Und die Begründung, warum man mich nicht mochte, war, weil meine Kleidung zu kindlich sei. Wir waren in der 7. Klasse. Nur weil ich tatsächlich noch so Sachen mit so Pferdchen und sowas drauf hatte oder mit Glitzer, keine Ahnung. Wir waren nur noch Kinder. Zur Stundstream habe ich gehört, nein, Luna, nein. Einfach nein. Einfach nein. Aber am 21.11., da kommt wieder ein langer Stream. Kannst du dich schon mal drauf gefasst machen, Luna? Doch noch jemand da. Ja, Luna ist meistens so ein bisschen im Block. Also ich mache
bis maximal 2 Lurk-Modus. Sag ich ja. Bis maximal 2 mache ich. Ich grüße euch. Länger aber nicht. Wie gesagt, ich habe morgen Hundi. Und Hundi muss leider auch raus. Nee? Jetzt macht Hundi mir ins Häuschen. Und der Hundi kurz davor ist, läufig zu werden, beziehungsweise hat sie jetzt das erste Mal ihre Blutung. Und sowieso schon das Haus voll blutet. Nope. 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 Na, dann sollen wir momentan auch mehr im Lurk. Alles gut. Ey, ich freue mich auch, wenn ihr im Lurk seid. Da freue ich mich auch mega drüber. Weil damit unterstützt sie mich ja trotzdem. Stream einfach, wie du mit Hundi gehst. Das wird ein sehr interessanter Stream. Weißt du, einmal so Hundi schon 30 Kilometer weiter wegrennen. Ich, wie ich versuche, Hundi zu halten und dann währenddessen noch die Kamera halten. Super, läuft. Ich glaube, das wird nichts. Und im Wald haben wir sowieso keinen Empfang. Wo er wie Hundi mit ihr geht. Ja. Yep. Ey, die geht echt eher mit mir als umgekehrt. Ich meine, sie wird langsam wird sie ruhiger. Aber, ey, die hat eine Kraft. Die hat eine Kraft und ich wiege 40 Kilo mehr als sie. Und trotzdem hat sie mehr Kraft als ich. Also. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Wenn sie alt ist. Wenn sie alt ist und ich mal so schnell kann, dann mache ich auch einen Stream mit Hundi. Jetzt will ich wissen, wie Chatty. Meinst du den Hund? Oder mich? Mein Gewicht verrate ich dir nicht, vergiss es. Nein. Nein. Hund. Hundi wiegt zumindest mehr als 20 Kilo. Ich sage nicht die genaue Zahl. Sie wiegt aber mehr als 20 Kilo. Es kommen aber noch ein paar Kilo drauf. Man muss bedenken, sie ist noch jung. Da kommen noch ein paar Kilos drauf. Aber ab 20 aufwärts. Frisst aber auch wie ein Schorndrescher zurzeit. So, ich freue mich, euch wiederzusehen. Hab Dank für eure Hilfe in diesem Kampf. Ohne euch und eure Gefährten wäre ich genauso wie Schragen gefallen. Es ist auch gut zu wissen, dass Nelly Boskins am Rat teilnehmen wird. Sie ist eine gute und starke Frau und sie und ihre Leute sind mir in dem Kampf, der vor uns steht, sehr willkommen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Das war wohl nichts. 1,73, 45 Kilo. Ja, ich habe auch mal zumindest 50. Ich bin 1,67 und habe auch mal ja zwischen 45 und 50 gewogen. Ist aber 6 Jahre her. Damals Untergewicht, heute Übergewicht. Läuft. Das perfekte Mittelmaß habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin zu voll zum Sport machen. Ich muss mich da echt bei ranhalten. Vor allem, ne, nächstes Jahr Hochzeit. Weniger Wein trinken. Nehme es mir fest vor. Wobei ich muss sagen, die 5 Flaschen, die wir hier als Vorrat haben, ne, die sind seit einigen Wochen nicht angerührt worden. Sei nur mal so vorweg gesagt. Ich rühre meinen Wein nicht an. So schwer es mir fällt. Ich würde gerne mal wieder ein Weinchen trinken. Also bei einem Sonntagsstream. Ich habe eine ganze Weile 45 Kilo gehabt, aber mittlerweile habe ich mal 62 und fühle mich so wohl. Ich bin 1,64. Ich würde auch gern. Ich würde auch gern. Ich wiege leider wiege ich mehr. Sind einfach an jedem Mod eine Flasche. Nein. Nein. Luna, die sind alle gleich groß. Und da ist alles gleich viel drin. Da gibt's keinen größer. Nein. Nein.
Teil meine Flaschen nicht. Doch mit Frisches. Aber Frisches darf nicht so viel von Wein. Dann kriegt er Sodbrennen. Ja. Man hätte es aber auf Bias auslegen können, ne? Ich will kleiner sein. Na komm, so groß bist du aber nicht. Meine beste Freundin ist größer. Viel größer. Also im Vergleich zu meiner besten Freundin bist du klein. Also da bist du echt deutlich kleiner. So. Okay. Während ich auf die Ankunft der Ratsteilnehmer warte, möchte ich euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Wir müssen meinen Anführer Aragorn berichten, was hier geschehen ist. Lol, wir sind in der Bruchtal. Ich möchte auch um seinen Rat bitten, da dies eine ungewöhnliche Situation für mich ist. Aragorn war immer derjenige, der viel organisiert, uns geführt und inspiriert hat. Wäre seine derzeitige Aufgabe nicht so wichtig, wäre er gewiss hier. Doch das ist nicht zu ändern. Aragorn wird inzwischen in Bruchtal in Trollhöhen eingetroffen sein. Ihr habt einen weiten Ritt vor euch, doch Aragorn muss von dieser Sache unterrichtet werden. Ihr findet ihn in einem Haus der Gästezimmer in Elronds Haus. Ja, jetzt ist die Frage. Geht es denn quasi automatisch da weiter? Oder führt die Story dann auch wieder zurück? Weil ich möchte eigentlich ungern jetzt schon nach Bruchtal. Ist sie 2 Meter? Nein. Na, 2 Meter ist sie nicht, aber sie ist trotzdem größer als Luna. Frisches ist zum Glück auch größer als ich. Nicht viel größer, aber größer. Mach lieber erst die anderen Quests. Okay. Weil ich bin halt unsicher, ne? Weil eigentlich so von den Questgebieten her... Warte, muss ich einmal kurz ins Discord gucken. Ja, bin ich hier schon. Angepinnt. Aufgabengebiete. Wie gesagt, eigentlich nach den Nordhöhen müsste Eventim und dann die Trollhöhen kommen. Das heißt, nach diesem ganzen Gebiet hier würde es dann quasi hier weitergehen. In dem Gebiet hier. Also ich will halt wirklich so, wie die Aufgabenpacks sind, ne? Machen. So wie ich das da im Internet gesehen und gefunden habe. Und dann würde es erst hier hingehen. Und ich glaube, so ähnlich würde ich es halt auch gerne machen, weil sonst müssten wir da jetzt halt einmal komplett durchreiten. Und dann bin ich wieder weit ab von dem, was ich eigentlich ja, als Ziel gesetzt habe, dass ich nicht wieder hier in zig Gebieten irgendwas offen habe. Ja gut, dann gibt es halt erstmal keine Hauptstory. Wäre es schlimm, wenn es jetzt erstmal keine Hauptstory gibt? Hier ist erstmal nur so als Rundfrage. Mach jetzt die anderen. Okay. Gut. Es kann zwar sein, dass wir dann hier später weitermachen müssen. Ich gehe sogar fast von aus, aber ich bin mir halt unsicher, ne? Dann gehe ich lieber später in ein Gebiet rein, wo ich soweit alles fertig gequestet habe, als dass ich dann vielleicht alles durcheinander habe. Weil eigentlich nach Bruchtal, das ist echt... Nee, das ist mir eigentlich zu weit.
Gut, dann pinnen wir die Hauptstory raus. Hier habe ich halt auch noch was zu erledigen, ne? Gov Gavin. Okay. Natürlich. Okay. Mach nach den Packs-Videos gesehen hast. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Weil, wie gesagt, ich habe halt Schiss, dass wir das dann irgendwie, ne? Da komplett durcheinander kommen. Bei mir ist das sowieso schon zu viel an, zu viel an Gebieten, die ich hier drin habe. Ich meine, gut, Ballade, Bingo, Boffen ist das eine, Hauptstory auch das andere. Aber zum Beispiel halt auch hier die Klage der der Weide. Deswegen hatte ich gefragt, ob das dann vielleicht, wenn es nächste Woche nicht klappt, dann vielleicht die andere Woche, aber dass wir das dann ein bisschen in Angriff nehmen. Vielleicht auch mit dem großen Hügelgrab mal zusammen. Dass das dann mal so ein bisschen wegkommt. Damit sich das nicht zu viel stapelt. Weil es ja immer mehr Gruppenaufgaben kommt. Hier habe ich ja zum Beispiel die Hälfte der Gruppenaufgaben noch gar nicht angenommen. Da muss ich mich dann quasi an euch halten. Wo dann Aufgaben noch sind. Sozusagen. Es kann dann sein, dass ich tatsächlich Sachen übersehe, wie ich weiß, wo sie dann sind. Ich habe jetzt die meisten Gruppenaufgaben nicht angenommen. Also eigentlich alles, was hier in Vor- und Ost ist. Hier oben habe ich alles nicht angenommen. Fünfte. 14 habe ich jetzt noch 16 Quests, die schaffe ich dann trotzdem. 16 Quests ist echt schon gut. Also lang dauert es dann tatsächlich nicht mehr bei dir. Ich sollte bis Endwalker kommt, dann definitiv dran sein. Ach, die Musik ist echt geil gerade. Brauche ich hier noch irgendjemanden? Nee. Okay. Weil wir definitiv fertig werden. Das schaffst du. Also 16 Quests sind wirklich jetzt nicht mehr viel. Mit Weitläuferausrüstung. Ja, wo sammle ich die denn? Okay, ich gehe zu dem großen Gebiet. Da habe ich nur eine gemacht. War eine Inni. Wir gucken nebenbei noch Football. Ja. Na, wenn die Innis dann weg sind quasi, dann ist das eigentlich easy. Also ich habe damals, also was heißt damals, wo ich dann die Hauptstory beendet habe, habe ich das ja in dem, ich glaube im 20-Stunden-Stream war das. 20-Stunden-Stream hatte ich das da gemacht. Um das ganze Ding zu beenden. Habe neulich versucht, eine mit den NPCs. Das war ja kacke. Das habe ich noch gar nicht versucht. Will noch gar nicht versucht. Will ich aber auch mal testen. Mache ich dann, wenn ich mit meinem Privatschar soweit bin. Den muss ich halt auch noch weitermachen. Den Privatschar. Nebenbei halt auch noch Lotro weiter suchten.
Wie gesagt, ich finde es gar nicht so wild, dass Endwalker verschwommen wurde um 2 Wochen. Klar, ein bisschen doof, ne? Aber es steigert halt die Spannung und ich glaube, es ist auch gar nicht verkehrt. Es kann eigentlich nur was Gutes bedeuten, wenn Spiele noch ein bisschen länger in Entwicklung sind. In aller Regel. Achso, okay. Ich dachte, ich müsste jetzt den Weitläufer selbst zurückbringen. Das ist ja, sag ich mal. Ja, auf der einen Seite, okay, die hatten da halt dann noch. Oh Gott, aua. Oh. Hallo, Hybrid. Sollst du nicht schlafen? Oh. Autschie. Oh. Das tat weh. Das tat aua. Arbeiten ist er. Ja, ich dachte, dass du dich vorhin halt nochmal kurz hingelegt hättest, oder? Ja. Mir verwechselt ja gerade wieder was. Oder hast du dich nur kurz nochmal hingelegt? Ich habe so viel jetzt gute Nacht gesagt. Dann ist trotzdem die andere Frage. Warum arbeitest du nicht? Irgendwie ist das ein cooles Bild. Guck mal, da hinten ist Angmar. Will jemand nach Angmar? Screenshot. Will jemand nach Angmar? Ich nicht. Warte mal, welches Levelgebiet ist das denn? 40 bis 50er. Weiter, Verwalter. Da kommen wir erst hin. Nach dem Nebelgebirge. Oder? Ja, nach dem Nebelgebirge. Nach dem Nebelgebirge kommen wir dahin. Morgen um 8:30 wach den ganzen Tag auf den Beinen. Habe ich mich für 2 Stunden hingelegt, dass ich nicht ganz so fertig bin und durchhalte. Okay, gut. Ja. Dann habe ich vergessen, dass du nochmal zur Arbeit bist. Sorry. Ich habe nur das mit dem Schlafen noch mitgekriegt. Gab ja vorhin auch wieder kleine Aufreger. Vorhin war ich so ein bisschen auch mit den Gedanken bei etwas anderem. Mappa, du weißt. Du weißt. Weil eigentlich wäre ich ja jetzt nicht alleine. Eigentlich wären wir ja jetzt zu zweit. Eigentlich. Eigentlich. Den Aufreger. Bin ich hier richtig? Weiß es nicht. Ach doch, da. Das ist Büchlein. Huch, jetzt habe ich. Ach, da. Gott, das klang, als wenn der sich gerade übergibt, ey. Naja, aber man muss es ja so sehen. Es hat seine Vorteile, wir kommen weiter. Ne? Das muss man auch mal so sehen. Ich meine, wir kommen immerhin weiter. Also alles gut. Irgendwo.
Ja. Nope. Ja, komm schon. Wenn du es so siehst, arbeite ich ja jetzt auch. Ja, stimmt. Quasi arbeitest du. Neben deiner Arbeit arbeitest du noch. Schwarzarbeit. Die Jaskin werden ihre Wut zeigen. Ihr bringt mir eine Nachricht meines Bruders? Verstehe. Ivari ist ein Tor, der sich weigert, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Er glaubt, dass allein Worte die Finsternis hinfortscheuchen können. Er versteht die Bedeutung von Macht nicht. Bring ihm das hier. Es ist die einzige Antwort, die er von mir erhalten wird. Und jetzt geht, sonst werden die Rauter Leme euch vernichten. Ah, ehrenamtlich. Bundarbeit. Bundarbeit klingt schön. Bundarbeit klingt echt schön. So, jetzt hoffen, dass wir nicht zu sehr ein Update kriegen. Galopp, galopp, galopp. Ich lauf galopp. Über Stock und über Stein. Juhot. Juhotte. So, kann mal einer die W-Taste festhalten? Ich bräuchte schnell ein Beinlein. Ey, heute komme ich erstaunlich gut ohne Beinbruch zurecht. Ich sag nur vorhin den großen fetten Felsen, den ich da runtergesprungen bin, beziehungsweise es war eher eine Klippe, ohne mir was zu brechen. Das war geil. Genau. Sehe ich genauso. Kartoffeln. Kartoffeln. Fett. Rein mit Mappe, dass sie mal schickt ein Video, wie ich das jetzt mache. Aber bitte nicht bildlich vor. Du müsstest mich eigentlich kennen. Du weißt, dass ich es mir wahrscheinlich dennoch bildlich vorstelle, oder? Also, das müsste dir eigentlich klar sein. Also so eigentlich. Ah ne, okay, hier muss ich gar nicht hin. Ich sehe nichts. Nicht so schön im Minirock. In Glitzerpink, bitte. Bitte im Glitzerpink. Und mit Rüschchen.
Glitzer, Pink und Rüschen. Dann beides. Eins in Rot und eins in Glitzerpink. Kann mich mal jemand aufheben? Ihr könnt es versuchen. Ja, schön. Bin vom Stuhl gefallen. Ah, herrlich. Ja, das bin ich auch. Ich hatte so einen Lachflash, ey. Ah, schön. So. Du bist willkommen. Warum habe ich eigentlich die Quest da eben vorgelesen? Das war doch nicht meine Hauptquest. Warum habe ich die vorgelesen? Ich trage große Wut in mir. Das muss ich selbst nicht verstehen, ne? Nordhöhen. Ach, das andere ist jetzt da. Weil du voll im Flow bist. Ja, ja. Ich habe die Befürchtung, dass es trotzdem länger als 2 Uhr wird. Ich weiß nicht. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wieder ein Raid reinkommt, ne? Das wisst ihr. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Dann ist es meine Pflicht, länger zu machen. Dann muss ich ja inzwischen, oder nachdem ich mit Toni draußen war, muss ich mich wieder hinlegen. In aller Not. Ich darf nur Huni nicht verschlafen. Wie sagt man so schön, wenn die Nase juckt, gibt's Geld? Ätzend. Hi. Was benötigt ihr? Jo, einmal beenden. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen? Gibt's mir die wenn die Nase juckt, gibt's mal drauf. Ja, nee. Stimmt, ich kann tatsächlich auch gar nicht so lange machen. Der Router startet sich hier neu. Heute Nacht. Der Router startet sich doch sonntags immer neu. Das heißt, ich könnte noch nicht mal bis 3 Uhr machen, weil bis dahin der Router oder da dein Router Neustart ist. Ich habe tatsächlich eine Blockade heute. Das ist echt gut. Das ist gut. Ich kann also nicht mal lang machen. Die linke juckt, kriegt man Geld. Oder andersherum. Also ich find's gut, wenn man, ne, Geld bekommt. So, wir gehen erstmal in die andere Richtung hier. Klingt irgendwie nach Mimimi. Nee, ist tatsächlich so. Das ist leider tatsächlich so. Wenn's um den Router-Neustart geht. Ist tatsächlich so. Ist hier im Stream mittlerweile bekannt. Für den Langstream werde ich den umstellen. Da werde ich gucken, dass wir den Router irgendwie ummodeln können, dass das nicht auf den Sonntag ist. Aber immer zwischen, ich sag mal, 3 und 5 ist der Router Neustart. Den habe ich für, wenn ich Glück habe, 5 bis 10 Minuten bis eine Stunde kein Internet. Hallo Drachi. Verpiss dich. Verpiss dich. Da gehe ich nicht lang. Vergesst es. Ist der doch da? Ja, der ist doch da. Oh Gott. Level 100. Der frisst mich im Ganzen. Der macht einmal Habs und dann bin ich weg.
Den war platt. Ey, wenn ich mich da hinstelle, bin ich platt. Der braucht mich nur einmal angucken, dann bin ich tot. Ich hab den Router auch umgestellt. Er steht jetzt im Keller. Nee, im Keller steht nur das Verbindungsding. Und jetzt da hoch. Ich muss die nur schief anschauen, dann kippt er um. Meiner vorhin auch nur Start gemacht hat. Kann sein. Wie gesagt, bei mir, wisst ihr ja, ist ja immer zwischen 3 und 5. Am meisten weiß es Dera. Jedes Mal, wenn ich mit Dera von Sonntag auf Montag gezockt habe, und sei es etwa 14, oder bei den langen Streams. Jedes Mal kommt die Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir müssen das echt umstellen. Am besten von Samstag auf Sonntag. Von Samstag auf Sonntag streame ich nicht. Ich glaube, es gab sogar mal einen lustigen Clip, wo es dann Standbild gab. Ich weiß gar nicht, ob das Ding geklippt wurde oder nicht. Müsste ich mal nachgucken. Es passiert auf jeden Fall manchmal lustige Sachen. Dann machen wir es einfach die andere Woche. Mit der Instanz. Er läuft so ja nicht weg. Nur ganz so lange möchte ich es halt auch nicht mehr hinausschieben. Damit es endlich aus meiner Liste hier entweicht. Wenn ich jetzt hier gleich wieder in so einen Drachen reinreite, ne? Das sieht cool aus. Wie so Zähne. Stimmt, nur in der Nähe der Herberge bei 130er. Ja, das da war ich auch schon. Da geht es ganz schlecht bei mir. Wir finden schon noch einen Tag, würde ich sagen. Läuft ja nicht weg. Wie gesagt, ich wollte es halt nur nicht mehr ganz so lang hinauszögern. Wurm um Drachen. Kaltwurm. Könnte ich zwar töten, aber nein. Einfach nur nein. Können wir machen. Ich muss ja sowieso zweimal ran. Muss ja mit meinem Privatschau auch nochmal ran. Alles gut, Hybrid. Alles gut. Wie gesagt, das läuft ja nicht weg. Hilfe. Warte mal. Hätte ich richtig? Ja. Ah, der zeigt mir. Jetzt zeigt mir die andere Quest an. Ich glaube, keiner von uns hat es verstanden. Ich glaube, wir sind jetzt beide verwirrt. Hä? Klärst du uns da bitte auf, oder? Jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Ja, das wird auch so weitergehen, Mappa. Nee, hier muss ich nicht hin.
Hier richtig? Hochwertiges Eisen. Ja. Einfach nur ja. Nein, Steinchen. Immer. Ja. Hey, du bist doof. Was benötigt ihr? Punkt. Du bist einfach nur doof. Bleibt einen Moment. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Bleibt einen Moment. Ich will aber nicht danach ganz oben schon. Haben Sie das Klicken gehört? Das kam von mir. Oh-oh. Oh-oh. Einfach nur oh-oh. Autsch. Was benötigt ihr? Okay, da muss ich jetzt irgendwas machen. Da muss ich jetzt irgendwas machen. Reiten wir erstmal dahin. Wiesenzeit haben wir ja noch. Wir verstehen wieder deine Tricks. Ja, wenn du es oft genug machst, das öfter verstehen wir es dann vielleicht. Ist ein Wunschdenken zumindest.